Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bildet das Fundament der deutschen Demokratie. Es steht im Rang über allen anderen deutschen Rechtsformen. Am 23. Mai 2024 feiert es seinen 75. Geburtstag. Es ist eine lebendige Tradition, dass der Bundestag Kunst und Politik in Dialog bringt. Ich stehe hier vor der Grundgesetzinstallation des israelischen Künstlers Dani Karavan. Er hat die 19 Grundrechtsartikel in ihrer Urfassung von 1949 auf Glasplatten aufgetragen, vor dem Jakob-Kaiser-Haus direkt an die Spree. Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes haben wir ein Projekt in Auftrag gegeben, bei dem sich 19 Künstlerinnen und Künstler mit je einem Grundrecht auseinandersetzen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer 9. Sitzung des Kunstbeirates. Der Kunstbeirat hat deshalb beschlossen, eine Ausstellung zu initiieren, die sich mit den 19 Grundrechten beschäftigt. Ich als Kuratorin begleite die Künstlerinnen und Künstler. Ich bin eine Art von Spiegel. Die erklären mir ihre Ideen, sie erklären mir ihre Wege. Und bei diesem Weg, dem Prozess, bin ich dabei. Und auf diese Weise finden die Künstlerinnen und Künstler ihren eigenen Weg. Das ist das Wesen von Kunstfreiheit. Ich kann nichts vorgeben. Aber ich kann anregen und ich kann fragen. 19 internationale Künstlerinnen und Künstler hat Christina Volke gebeten, zu je einem der Grundrechte ein Werk beizusteuern. 4 der 19 Künstler haben wir getroffen und sie zu ihrer Arbeit für die Ausstellung befragt. Einer von ihnen ist Marc Jung. Katrin Göring-Eckhardt nutzt einen Termin in ihrem Wahlkreis, um den Erfurter zu treffen. Die beiden kennen sich schon lange aus ihrer gemeinsamen Heimat. Er wird zu Artikel 18 arbeiten. Dieser garantiert die Freiheit der Meinungsäußerung. Warum ist Marc Jung der Richtige für genau diesen Artikel? Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, er ist dafür besonders geeignet, sondern die Frage ist ja, wenn es darum geht, dass man die Freiheits-, die Grundrechte auch wieder entziehen kann. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es in unserem Grundgesetz steht, dass das überhaupt möglich ist. Dann ist es natürlich für jemanden, der in Ostdeutschland aufgewachsen und geboren ist, vielleicht was anderes, als jemand, für den immer und die ganze Familie und alle Vorfahren immer klar war, Freiheit, das ist doch selbstverständlich. Beim Gang in sein Atelier geht es um seinen Beitrag zur Ausstellung. Malst du eigentlich nach wie vor an der Wand, oder? Ja, klar. Immer. Also hier malst da du. Sieht man es vielleicht ein bisschen. Da sieht man es ein bisschen. Ach, das ist gar kein Bild. Das ist nee, das ist es. Das sagen viele, oh, das wäre ja schon mal ein gutes Bild. Ja, das wäre ein gutes Bild. Es ist schon immer wieder witzig, was da alles entsteht, alleine nur durch die ganzen Rahmen. Marc Jung hat sich bereits Gedanken gemacht. Hast du schon eine Idee? Also ich habe schon Ideen, ich würde natürlich gern sowas machen, wie wir jetzt gesehen hatten, auch schon irgendwie Kombination, irgendwas Größeres mit den Lichtsachen, weil das natürlich halt so super special für mich ist sozusagen, ja. Und jetzt auch nicht jeder macht. Marc Jung erklärt uns, wie er arbeitet. Ja, ich komme ja aus dem Graffiti, für mich ist das eigentlich so ganz einfach oldschool. Ich mache eine Skizze meistens, so, dann wird das praktisch mit Kohle ganz einfach auf die Leinwand übertragen und dann langsam mit Sprühdose ausgefüllt. Und dann wird es immer weiter verfeinert mit ganzen Schattierungen und so weiter. Und das geht ja zum Glück eigentlich relativ fix, dadurch, dass ich keine Trocknungszeiten habe, wie jetzt bei Öl oder so. Und genau, und dann kommt nochmal Umrisse auch mit so aus Acryltube, was noch so fette Sachen sind. Und dann mache ich noch mal ein paar Drips, auch aus der Dose, auch wieder mit Sprühdose sozusagen. Und dann ist es schon eigentlich fertig. Und wenn es gut läuft, kann ich das in einem Rutsch durcharbeiten. Manchmal nehme ich mir dafür 2-3 Tage. Und für die ganz großen Bilder brauche ich vielleicht so eine Woche. Bei seiner Arbeit setzt Marc Jung auf eine ganz besondere Inspirationsquelle. Also
Also Musik ist halt auch super wichtig. Ohne Musik würde bei mir echt fast, also deswegen, und das ist ja auch super viel dann in den Bildern. Je nachdem, was ich gerade für eine Phase habe oder wen ich gerade cool finde an Künstlern und so weiter, das sieht man natürlich auch dann in den Bildern wieder. Dann bin ich so in meinem Vibe und ich bin halt eigentlich super effektiv. Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, auch mit den Sprühdosen so schnell arbeiten kann. Artikel 4 des Grundgesetzes befasst sich mit der Religionsfreiheit. Hierfür ist eine der ausgewählten Künstlerinnen besonders prädestiniert. Elit Assoleh zum Beispiel, eine israelische Künstlerin, die seit langer Zeit in Berlin lebt, hat den Artikel 4 bekommen und gern angenommen. Sie kommt aber aus einem Land, in dem Religion eine ungeheuer große Rolle spielt, wo sie sinnstiftend ist und gleichzeitig auch konfliktstiftend. Ilit Azoulay nähert sich dem Artikel 4 mit einer Art Collage. Fotos von verschiedenen Objekten setzt sie in Beziehung zueinander. In ihrem Berliner Atelier erzählt sie von ihrer Arbeit zu dem Kunstprojekt. It started from an archive, remains of archive that I didn't use from the Israel Museum project, which is called Nothing Dies. And in this remain objects, I find objects that don't have a story yet. Religious object or object that are part of rituals, lives, from different cultures that are not really defined research-wise by the museum. Ilit Azoulay ist mit ihrer Arbeit fast fertig und gibt uns einen ersten Einblick. Typisch für ihre Werke ist, dass sie Gegenstände zerlegt und wieder zusammensetzt und so durch das Verknüpfen einzelner Elemente fotografische Montagen entstehen. Obwohl sie viele fotografische Elemente nutzt, sieht sich Ilit Azoulay nicht in erster Linie als Fotografin. I use the camera as a tool, and if I'm thinking about the characteristic spinal cord of photography, it is about one point of view. It is about one decisive moment. If one image that we capture in the brain has countless of small details, and in a very later phase, the brain say, this is a chair. We checked carefully, and all these lines come together, there is a chair. It's one perspective. And I want to go back to the moment before this decision of what is the underline, the one underline of what is it about. Artikel 10 zeigt, wie vielschichtig das Grundgesetz ist und wie herausfordernd der künstlerische Umgang damit. Der Artikel 10, das Fernmelde- und Postgeheimnis, ist vielen gar nicht geläufig, obwohl es etwas ist, mit dem wir täglich leben und auf das wir Bürger uns auch täglich verlassen. Aber Via Lewandowski arbeitet viel mit Schrift, mit skriptoralen Dingen, er schafft Installationen und die haben häufig mindestens eine Doppeldeutigkeit, wenn nicht mehrfache und im Übrigen meistens auch noch mit so einem untergründigen Humor. Monika Grütters verfolgt die Arbeit von Via Lewandowski schon seit vielen Jahren. In seinem Berliner Atelier erklärt ihr der Künstler seine Ideen für die Ausstellung zum Grundgesetzjubiläum. Also es wird eine Art Puzzle quasi, weil es so viele Aspekte gibt in diesem Gesetz. Ach so. Und das wird aus vielen Einzelteilen bestehen. Und dadurch, dass die aber alle zusammenhängen, irgendwie gibt es diesen Baustein, das ist die sogenannte Einstein-Kachel oder Einstein-Fliese. Die ist jetzt gerade erst erfunden worden, das ist ein mathematisches Rätsel. Und wenn man mehrere davon hat, passt das immer zusammen. Und in dieser kleinen Bildfläche wird es dann die Kommentare, die unterschiedlichen Aspekte zum zum Paragraphen geben. Ja, das sind Zeichnungen, die zum Modell, zum skulpturellen Modell werden. Also es sind 3D-Zeichnungen. Den Artikel 10 zu bearbeiten, ist auch für ihn eine Herausforderung, die er gerne annimmt. Und das hat mich interessiert, dass da, wenn es anfängt, so ein bisschen auf schwankendem Boden zu stehen und das so Paradoxien enthält,
da dachte ich, da kann ich einhaken. Das ist genau das, was mich interessiert. Aber nicht nur die 19 Künstlerinnen und Künstler sind gefragt, ihre kreativen Ideen zum Grundgesetz zu entwickeln. Auch die Bevölkerung kann mitmachen. Sie sind herzlich eingeladen, mit der Künstlerin Barbara Wrede die Begriffe Freiheit und Würde in einem Workshop kreativ darzustellen. So können Sie Teil dieses wichtigen Kunstprojektes werden, das weit über das Jubiläumsjahr 2024 hinaus Gültigkeit haben wird. Der Workshop heißt 1001 Wunsch und es geht darum, Kraniche zu falten in Origami-Technik. Kraniche sind ein Symbol für Glück und Frieden in der japanischen Kultur. Das ist eine japanische Überlieferung. Auch die Origami-Technik ist eine japanische Überlieferung. Und ich habe halt nach einem Symbol für Frieden, Glück und auch Freiheit gesucht, weil das ist mein Thema, zu dem ich eingeladen wurde vom Kunstbeirat des Bundestags. So einer der Inhalte des Workshops ist, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen einen Kranich falten, der dann zum Schluss zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt wird mit hoffentlich 1000 anderen Kranichen, die zum Thema 75 Jahre Grundgesetz im Bundestag gezeigt werden sollen. Es gibt eine Sage oder eine Überlieferung, dass wenn man 1000 Kraniche gefaltet hat, ein Wunsch frei wird. Und wir dachten uns, es wäre doch ganz großartig, wenn wir einen Wunsch für die Demokratie frei hätten. Am Ende heißt das also, wir hängen hoffentlich eine riesige Wolke von gefalteten Kranichen in unserer Ausstellung. Und wenn es 1000 sind, dann haben wir alle einen Wunsch frei. Und mal gucken, ob der in Erfüllung geht. Das Kunstprojekt zu den Grundrechten wird im Laufe dieses Jahres Stück für Stück erweitert und anschließend fertiggestellt. Die Ergebnisse der 19 Künstlerinnen und Künstler sowie die Kraniche aus den Workshops werden dann im Rahmen einer Ausstellung im Mai 2025 präsentiert. Wenn Sie ebenfalls an einem Workshop teilnehmen möchten, können Sie sich unter bundestag.de/kunst über die Termine informieren.